Hallo und herzlich willkommen zurück bei Judo im Pott, das Starter-Kit. Pack? Ja. Ich lern's nicht. Ich hab den Begriff erfunden. Heute mit dem Thema Haraigoshi. Okay. Haraigoshi. Was steckt drin? Harai und Goshi. Goshi von Koshi Hüfte. Also das ist schon mal ein Hüftwurf. Harai kennen wir auch schon. Fegen. Also ein irgendwie fegender Hüftwurf. Wie sieht das Ding aus? Nun ja, wir zeigen das Ding einmal im Ganzen. Das ist Haraigoshi. Aus dem Ärmel-Revers-Griff jetzt geworfen. Wir empfehlen euch, das Ding erstmal aus dem Rückengriff zu werfen. Warum? Ihr kennt schon Ogoshi. Ogoshi zur Erinnerung ist ja das Ding. So. Jetzt übt ihr das wie folgt. Ungefähr derselbe Eingang, ja? Hand auf den Rücken und schön aufziehen. Okay? So. Ihr geht rein, ganz normaler Eingang. Ich glaube, ich ziehe gerade einen Haar an, tut mir leid. Ganz normaler Eingang, geht raus und wenn der Partner auf der Hüfte aufliegt, machen wir das Bein raus. Okay? Ja, da muss das hin. Und das muss dann schön nach hinten sweepen. Okay, sieht dann so aus. Also. Aufzug, reingehen, sweepen. Soweit, so gut. Probiert das Ding mal aus, wenn ihr es geschafft habt, variiert ein bisschen den Griff von der Spielhand. Ich habe den gerade schon einmal gezeigt aus dem Ärmel-Revers-Griff, ja? Genau dasselbe. Aufzug, Aufzug, Bein. Aufzug, Bein, Wurf. Und je nachdem, besonders bei kleinen Gegnern bietet sich das an, Nackengriff. Auch das geht, ja? Wieder. Aufzug. Aufzug, Bein. Aufzug. 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 Immer schon was. Aufzug, Bein. Und zu allerletzt, bevor ihr das Ding natürlich wieder aus der Bewegung übt, klar, zeigen wir euch noch einen alternativen Eingang, wo ihr nämlich einen Schritt weniger braucht. Und zwar, wir haben jetzt gerade den traditionellen Kodokan-Eingang gemacht. So mal als Vorgriff auf nächste Woche. Ne? Wir hatten gemacht, 1, 2, 3. Jetzt machen wir es ein bisschen anders. Und zwar schwingen wir unser späteres Standbein einmal um unser vorheriges Standbein herum. Hier noch einmal langsam. Zum Zeitpunkt des Aufzuges stehen wir auf dem hinteren Bein. Wir schwingen das vordere herum, das nun zum Standbein wird. Nochmal ganz langsam. Hier ziehen wir auf, schwingen das Bein herum und da kommt das Schwungbein. Gar nicht mal so unähnlich dem Kodokan, noch gar nicht mal so schwer. So, das war unsere Folge Judo im Pott, das Starter-Pack zum Thema Haraigoshi. Sie sagt es, sie sagt tatsächlich etwas. Haraigoshi, so ist es. Nächste Woche geht es weiter mit verschiedenen Eingängen. Bis dahin, bis nächsten Montag. Übt schön, tschüss.